Willkommen, liebe Leute, mal wieder zu einer Folge Mario Kart 8 Online, also Wii U, nicht Switch. Denn da hatte ich ja das Format, das ist, ja, alle möglichen News aus der Gaming-Welt berichte. Und das habe ich halt mit 30 Parts oder so beendet gehabt. Und jetzt habe ich mich dazu entschlossen, bevor wir jetzt das Online-Let's Play auf der Switch starten, bringen wir jetzt zu E3 nochmal so jeden E3-Tag die News und so auch so EA Play. Und das machen wir heute. Erstmal vorweg, ich habe gestern das EA Play Event live gestreamt. Es haben auch einige Zuschauer zugeschaut. Dankeschön dafür. Wir werden heute dasselbe auch wieder heute ab 23 Uhr mit der Microsoft Pressekonferenz machen, wo die Xbox Scorpio vorstellen werden. Da könnt ihr auf jeden Fall dabei sein. Würde mich freuen. Und für alle, die bei meiner Präsentation heute beim EA Play gestern schon dabei waren und das live angeschaut haben, die braucht diese Zusammenfassung hier nicht unbedingt zu sehen, können diese natürlich aber gern sehen, wenn die wieder hier auf den neuesten Stand gebracht werden. Und damit würde ich sagen, fangen wir an mit der ersten News. Fangen wir mit den News vielleicht so an. EA will als Dankeschön für die Spieler verstanden wissen, die an der Play to Give In-Game Challenge letzte Woche teilgenommen hatten. Die Aktion widmete sich wohltätigen Organisationen und führte dazu, dass EA $1 Million an diese Organisation spendet. Nun gibt es für alle Spieler einen zeitlich limitierten kostenlosen Zugang zu EA Access Vault Spielen auf der Xbox One, sofern man über Xbox Live Gold verfügt, Origin Access für PC-Spieler und kostenlose PS4 Probeversionen von Madden 17, FIFA 17, Titanfall 2, UFC 2 und Planet vs. Zombies Garden Warfare 2. Zusätzlich konnten Spieler von Star Wars Battlefront auf der PS4 alle Premium-Maps gratis spielen. Die komplette Aktion läuft noch bis zum 18. Juni. Das war so die erste News, die bekannt gegeben haben. Des Weiteren hat EA gestern Star Wars Battlefront 2 gezeigt. Unter den vielen Vorstellungen von EA auf der E3 gestern Nacht war eine wohl besonders wichtig, in dem Fall war es eben Star Wars Battlefront 2. So wichtig, dass EA fast eine halbe Stunde lang einfach nur Gameplay auf der Konferenz zeigte. Wir blenden jetzt an dieser Stelle nochmal ein bisschen was an Gameplay ein, während ich noch darüber rede. Als Neuigkeiten zum Spiel gab es vor allem die Offline-Story-Mode und die Möglichkeit, Charaktere in Multiplayer-Modus aus dem gesamten Star Wars-Universum von Episode 1 bis hin zur neuesten Trilogie zu wählen. Battlefront 2 soll obendrein eine neue Geschichte erzählen, zwischen den Episoden Return of the Jedi und The Force Awakens erzählen. Es ist obendrein ein wesentlich größeres Spiel und hat dreimal mehr Inhalte. Und mehrere freie DLCs bringen auch noch mehr, im ersten soll Finn und Captain Phasma hinzukommen. Die Star Wars Passage in der Präsentation startet so ab 3 Stunden 30. Falls ihr euch das nochmal anschauen wollt, ich habe wie gesagt auch Bild was dazu eingeblendet von Event. Ich darf leider keine Trailer einblenden, weil die von EA in der Regel geblockt werden, sagen wir es mal so, weil es wurden die auch, oder wurden die bei mir, wie ich heute die Trailer von den ganzen Spielen hochladen wollte. Das war nicht so schön. Des Weiteren haben die unter anderem auch noch Neuigkeiten zu FIFA 18 gesagt und die möchte es auch noch mal bringen. Bereits letzte Woche gab es nämlich schon einen Vorgeschmack zu FIFA 18. Bereits letzte Woche gab es eben schon einen Vorgeschmack, was uns bei FIFA 18 erwartet. Mit Cristiano Ronaldo Edition wurde eine spezielle Version der beliebten Fußballsimulation vorgestellt. Im Rahmen der Electronic Entertainment Expo im E3 gab Publisher EA weitere Details FIFA 18 bekannt. So wird die Grafik noch besser, bei der EA Play äußerten die Verantwortlichen dazu, was die Spielerschaft bei FIFA 18 erwartet. An der realistischen Frostbite Engine, die leider nur bei PS4, Xbox One und PC der Fall ist, nicht bei der Switch oder bei Xbox 360, PS3, weshalb bei den letzteren genannten Konsolen auch es kein Story-Mode geben wird, dazu gleich mehr. Auf jeden Fall eine realistische Frostbite-Insel, welche bereits FIFA 17 erstmal zum Einsatz kam,
wird auch bei FIFA 18 festgehalten. Die Entwickler verpressen weitere Verbesserungen in grafischen Bereichs im Vergleich zum Vorgänger. Das betrifft Stadionfans und vor allem die Bewegung der Fußballspieler. Die Verantwortlichen gaben auch bekannt, die E-Sports erfolgreichste Erfolgsgeschichte der FIFA-Reihe fortzusetzen. Auch 2018 sollen erneut große Turniere stattfinden, E-Sport-Turniere. Dazu gehört auch das FIFA Ultimate Team Championship Turnier wie vor wenigen Wochen in Berlin. Habe ich auch ein bisschen verfolgt, war sehr cool. Jeder Spieler soll erneut die Möglichkeit haben, sich für solche Events zu qualifizieren und seine Erfolgsgeschichte zu schreiben. Destroy Hunters, die Geschichte von Alex Hunters geht weiter. Bei FIFA 17 wurde Destroy Modus eingeführt, in welchem man in der Rolle des aufstrebenden Talents Alex Hunters schlüpft. Mit Leistung und Entscheidung kann man zum Einfluss auf die Karriere von Hunter nehmen. Jede Entscheidung kann die Karriere des Charakters in eine bestimmte Richtung steuern. Mit Destroy Hunters Returns wird in FIFA 18 erneut die Rollenspielmodus vertreten sein. Dies ist aber, wie gesagt, nur bei den Konsolen so, die diese Frostbite Engine benutzen, das heißt eben nicht auf Switch, PS3, Xbox 360, bei allen anderen Konsolen ist dem der Fall. In einem neuen Trailer, der auf der EA präsentiert wurde, auf EA Play präsentiert wurde, konnte man erkennen, dass enorm Aufwand betrieben wurde, um die Geschichte von Alexander so lebhaft wie möglich zu gestalten. O-Töne von Pep Guardiola und Ausschnitte aus diversen Sportsendungen zum Thema Alexander sollen das Spielerlebnis noch variabler machen. Ja, soweit zu FIFA 18, ich denke es mal, auch erst interessant, aber Nintendo, ihr hört natürlich nicht nur was FIFA 18 gesagt, sondern auch noch Madden, so EA, soll das Spiel noch realistischer gemacht werden, die Grafik soll auch verbessert werden und einfach die Gameplay, haben auch noch ein bisschen was an Gameplay gezeigt und da nicht ein bisschen, vielleicht blende ich auch dazu noch was ein, muss ich schauen. Nintendo hat aber, EA hat aber auch neue Spiele angekündigt, so zum Beispiel A Way Out, das ist das Knast-Hoop-Spiel, wenn man sagen möchte, von EA. Denn Electronic Arts hat mit den Industrieentwicklern von Brothers A Tale of Two Zoom zusammengetan und ihr neues Projekt für EA Originals angekündigt. A Way Out wird ein Knast-Cop-Game, so heißt die Krähen, in dem ihr aus dem Gefängnis entkommen müsst. A Way Out liefert zu dem ersten Trailer, ich tue ein bisschen Gameplay so einblenden im Hintergrund, einen riesigen Vibe und Brother, Where Are You und die üblichen Verdächtigen. In der Rolle von zwei Knastbrüdern, die sich offensichtlich nicht gerade leiden können, müsst ihr auf den schwedischen Gittern entkommen. Aber es hört nicht mit dem Ausbruch auf, sondern geht auch danach noch mit reichlichem Drama weiter. Das Besondere, aber ihr Out lässt sich nur im Blitzkrieg spielen, egal ob online oder offline. Das heißt, ihr müsst es immer zu zweit spielen. Singleplayer geht nicht. Ihr seht hier schon einen weiteren Gameplay-Clip im Hintergrund eingeblendet, der zeigt eben dieses Blitzkrieg-Effekt. Einen Lichttermin gab es allerdings noch nicht. An News gibt es noch, EA hat auch einiges an neuen Maps und Zusatzinhalten für Battlefield 1 gezeigt. Das war auch sehr interessant zu sehen. Haben es einiges gezeigt, auch einiges an langen Gameplay-Szenen. Auch da blende ich nochmal was im Hintergrund ein. Also das war sicherlich über eine halbe Stunde einfach nur Battlefield-Gameplay, stupide, was ich auch angesehen habe und mir einen Teil dazu gedacht habe, weil Battlefield 1 kennt man das schon. An sich ist Battlefield 1 ist ja auch so ein Jahr alt ungefähr, ist aber ein richtig cooles Spiel. Ist ja auch ab 16. Da haben sie auch neue Zusatzinhalte gezeigt. Das war sehr interessant, wie ich es finde. Ich werde mir das mal mit einem Freund anschauen, der das Spiel selbst besitzt und das sehr oft und sehr viel spielt. Und ja, ne? Battlefield 1 ist aber sehr cool und es war auch sehr überraschend, dass es Zusatzinhalte zeigen, aber war interessant. Ja, das waren jetzt soweit alle News zum EA Play Event. Ich weiß, das Video sieht es jetzt nicht so lang, aber ich denke mal, das Wichtigste war gesagt, es war voll besucht und ja, die haben halt größtenteils verbracht, haben die einfach damit verbracht, Gameplay von den Star Wars Titel zu bringen, aber auch von FIFA Arten, die Bilder was gezeigt gehabt, aber auch. Und meistens standen die halt sonst nur rum und haben so bis über den weißen Brei hinweg geredet. Also das war jetzt nicht so das wirklich krasse.
muss ich sagen. Ja, was ich aber noch ganz cool fand zum Schluss war, dass sich da Leute geheiratet haben. Das fand ich immer cool, die Gimmicks einzubauen. Die Stelle werde ich am Schluss nochmal einblenden. Ich verabschiede mich selbstverständlich Stelle nochmal ein. Das war's hier von dem Mario Kart 8 News für heute. Jetzt kommt, wie gesagt, nochmal die Stelle eingeblendet und ich bin runtergefallen. Wie bin ich denn, ey? Ich wollte dich verabschieden. Er wollte die heiraten, einen Heiratsantrag stellen. Das war nämlich der grüne Abschluss von EA Event. Ich hoffe, ihr seid heute Abend beim Microsoft Event auch wieder dabei. Ab 23 Uhr live. Muss ich mal wieder dabei sein. Dann wieder das anschauen. Das war's von News. Macht's gut und ciao. Oh, thank you, Jan. Jeff, you guys are doing so good. You guys carried this battle pack all the way out here. Mugs. This is a very special battle pack for a very special woman. You know, we met at Twitch through Twitch. Es war allgemein hässlicher Blaubart, aber so hässlich, dass alle Menschen so much with the community. It has been an amazing, you know, experience with you. And oh mein Gott. I just, you know, I want to share it with you for. Machen die jetzt einen Heiratsantrag? Oh mein Gott, der macht einen Heiratsantrag gerade. Evelyn Ring. Das ist ja mal. Would you marry me? Yes. Alles ist klar, aber scheiße. Lol. Yes. What the fuck? Ich schieß voll auf ihn drauf und der Pfeil. Er geht dann nicht mehr. Das ist die beste Reaktion, wenn ich sag, dass sie einen Heiratsantrag machen. There was a nod, but there was a verbal yes. Läuft bei denen halt mega hart, merkst du? Ja, definitiv gerade. Die dachten nicht, ach scheiß drauf, dass die drei ist, die machen das ist mein Heim. You won't be able to find that battle pack in game. That battle pack is not it. Not at all, my friend. Congratulations. Aber es ist ja cool. Gratulation auf jeden Fall an die. Aber was war so?